möchte jetzt nicht mehr unter den 20 sein, die mal im Kader sind und mal spielen, sondern unter den 13, 14, die wirklich für jedes Spiel in Frage kommen. Die ersten Tage, glaube ich, bin ich gar nicht zur Ruhe gekommen danach. Man denkt immer wieder an das Tor und dass Riedle da eine klasse Flanke gemacht hat und dass er das Ganze auch schon mal so ähnlich erlebt hat. Das ist eine Riesenmotivation, weiter dran zu bleiben, weil die U21 echt, das ist ja eine Bestätigung, wie du es gesagt hattest, für die Leistungen, die ich gebracht habe, aber auch eine Motivation, um weiter dran zu bleiben und mich jetzt auch da festzubeißen in der U21. Das ist meine erste Nominierung und jetzt hoffe ich, dass ich mich weiter dafür empfehlen kann, dass ich dann öfter dabei bin.